Hallo und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder YouTube-Video hier bei meinem Podcast Jakobs Gaming-Ecke oder bei meinem YouTube-Kanal GameCop, je nachdem wo ihr es seht. Heute spielen wir weiter Zelda Breath of the Wild, wie ihr es hier rechts unten schon erkennen könnt. Es buggt gerade ein bisschen, ich glaube, mein Computer ist gerade ein bisschen überlastet, weil ich gerade noch zwei Videos hochlade. Ja, ich würde dann kurz Pause machen, glaube ich. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mario Hu. Im Namen der Göttin Heilia. Magnetismus. Leute, wir machen kurz Pause, bis mein Computer nicht mehr überlastet ist. So, Leute, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, sieht besser aus. Also, Leute, in dem Video werden wir nur mal den Magnetismus-Schrein machen in Zelda Breath of the Wild. Ja, beginnen wir direkt. Schicke Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. So, let's go. So. Magnetmodul lässt sich metallene Objekte bewegen. Erfasst einen Magnetstrahl oder ein Objekt, welches. So, Leute. Entschuldigung. Also, erfasst einen Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei herumbewegen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Nein, Leute. Es laggt. Sorry, Leute. Warte kurz. So, Leute, jetzt sollte es wieder gehen. Ich habe meine Capture Card gerade ein bisschen ruhen lassen. Jawohl, jetzt läuft's. Bruh. Das habe ich dann mal direkt perfekt gemacht. Naja. Los geht's, meine Freunde. Hier? Hazak! Was ein guter Geschenk. Wächter ist da. Also Leute, wir werden jetzt sehen, wie lange ich spiele. Ich glaube, ich will schon ein bisschen weiter spielen wir schon als der Schrein. Ich glaube, ja. Ne, machen wir ein bisschen weiter. Ihr werdet es dann sehen, wie weit wir spielen. Oder nicht? So, let's go, einen Reisebogen! Da hätten wir ihn dann auch schon abgeschlossen, den ersten Schrein. Let's go. Blub. Du hast die Herausforderungen gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Mauno und ich bin vor.
geplanter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Prüfung, diesen Schrein der Prüfung zu schaffen. Die Aufgabe. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hinprüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held. Erlaub mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. So, ich glaube, den Rest überspringen wir. Hiermit ist mein Dienst erfüllt, ist da noch gestanden, wie ihr gesehen habt. Ja, meine Freunde, und dann geht's auch schon. Yo, da ist man einmal kurz nicht online, bekommt man schon 20.000 Nachrichten. Tschüss. So, weiter geht's. Jetzt müsste doch eigentlich der alte Mann kommen. Ui, jetzt kommt der. Let's go. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Alten. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann helfen. Mit dem Alten sieht man die Dinge von sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und der Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen deines Schikersteins, den du dort im Gürtel trägst. Ich verstehe. Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Schika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation wie der Schrein scheinen bis heute überdauert zu haben. Oh. Hör mir gut zu. Von diesen Schreien gibt es noch weitere. Alleine auf dem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung erhast, werde ich dir das Parasieg überlassen. Aber du sagst, aha. Ob nun ein Schatz oder 4. Macht es denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Das gilt nicht nur für Schreine, also merk sie gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus aufzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du dich noch einmal auf den Turm steigen würdest? Du machst Witze. Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh mal auf deinen Schickerstein die Karte an. Hast du die blauen Ziegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Schickersteins kannst du dich an diese Orte teleportieren. Zumindest habe ich das gehört. Es leckt schon wieder. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Ja, Leute, nachdem es leckt, hätte ich dann auch gesagt, was das mit der heutigen Video-Podcast-Folge oder auch mit dem YouTube-Video, je nachdem, wo es steht, gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall.